Die Schlacht der Finsternis. Im Gemach der Furea. Furea hat Radon nicht in den Innenhof begleitet. Sie ist noch im Schloss geblieben. Sie will, nein, sie muss noch mit Saphira reden. Es ist zu wichtig für Saphira und für sie selbst, sodass sie es noch vor der Schlacht tun muss. Saphira soll es wissen. Sie soll die Bedeutung des weißen Lichtes kennenlernen, die Macht, die Wirkung und für ihre Verbundenheit zur weisen Anwendung. Die Kraft Phureas, die Lucius die Fähigkeit gibt, zu kämpfen, zu regieren und einen Teil Unsterblichkeit in sich zu vereinen. Und sie will sie vorbereiten auf das Buch der Ewigkeit. Sie soll wissen, wie sie den Kreislauf des Lebens erneuert und die Säule des weißen Lichtes entfacht, in der die Kräfte schlummern, die die Macht entfesseln, die Natur ins Gleichgewicht zu bringen und die Wesen in Einklang zu führen. Phureas hat lange am Geländer gestanden und in die Ferne gesehen. Sie dreht sich und geht durch den Raum, greift nach einem Amulett, das auf dem Tisch an der linken Wand liegt, und verlässt den Raum. Sie geht einige Flure entlang, um kurze Zeit später an Saphiras Zimmer anzukommen. Saphira hat von ihrem Zimmer aus gesehen, was sich auf dem Innenhof abspielte. Ihr ist nicht entgangen, dass etwas nicht stimmt. Es ist nicht so wie sonst. Wenn die Truppen sich versammeln, trainieren oder amüsierten, wie bei Turnieren mit Rüstungen und Waffen. Sie will nicht glauben, was sie gesehen hatte. Es breitet sich dieses merkwürdige Gefühl in ihr aus, dass etwas geschehen würde, womit niemand rechnen könne. Es ist kein gutes Gefühl. Saphira steht noch lange am Fenster und beobachtet die sich versammelnden Truppen. Als die letzten Krieger aus dem Tor marschiert sind, öffnet sich plötzlich hinter ihr die Tür. Phureas kommt vorsichtig in ihr Zimmer. Sie hat bemerkt, dass ihre Tochter den Aufmarsch der Truppen beobachtet hat. Ihre Augen sind traurig und nachdenklich. Nicht mehr so freudestrahlend wie beim Zusammentreffen mit Radon. Phureas stellt sich hinter ihre Tochter und beginnt ihr zu erklären, dass sie in die Schlacht ziehen müsse. Jedes Mal, wenn sich die Blätter färben, ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Die Gezeiten wechseln einander ab. Dem Sommer folgt der Herbst, dem Herbst folgt der Winter. Ich muss in die Schlacht ziehen, um den Kreis zu wahren. Sieh mich an. Saphira wendet sich vom Fenster ab, ihrer Mutter zu. Ist es denn so wichtig, dass du in die Schlacht ziehst? Reicht es nicht aus, wenn Lucius, Tandas und Dradon mit dem Heer in die Schlacht ziehen? Es ist keine gewöhnliche Schlacht, die von Sterblichen geführt wird. Es ist die Schattenwelt, die unsere Natur bedroht und alles Leben darin. Ich muss deinen Vater begleiten. Nur zusammen werden wir mit unserem Heer und der Kraft des weißen Lichtes die Schatten vernichten. Wenn wir wieder zurückkehren, werde ich dir die Kraft erklären, die ich habe, um Leid zu lindern und deinen Vater zu stärken, die Säule des weißen Lichtes zu entfachen und die Kräfte zu entfesseln, die den Zyklus der Natur erneuern, um das Leben im Gleichgewicht zu halten. Ich wollte es dir schon jetzt erzählen, aber Eile ist geboten. Wir müssen sofort aufbrechen. Saphira blickt Phureas traurig und bittend an. Bleibe hier, bitte. Bleibe hier und gehe nicht. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich die Truppen ansehe, wenn ich meinen Vater sehe, Dradon und Tandas. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Angst um dich. Phureas beruhigt ihre Tochter. Sie legt ihre Hand auf ihre Schulter und spricht ihr die Worte des Mutes zu. Sie spricht davon, dass Saphira tapfer sein möge und nun doch erwachsen sei.
Ihre Hand gleitet von Saphiras Schulter, geht lautlos aus dem Zimmer, ohne sich umzudrehen, während Saphira weiter aus dem Fenster sieht und die Truppen weiter hinter dem Hoftor beobachtet. Nach einiger Zeit kann sie ihre Mutter erkennen, wie sie auf einem Pferd aus dem Hoftor reitet und sich Lucius, Dradon und Tandas an der Spitze der Truppen anschließt. Sie reiten davon, gefolgt von langem Trupp der Krieger. Hinter ihnen fallen vereinzelt Blätter auf den Boden. Als würden sie sich verabschieden. Saphira wartet am Fenster, bis der letzte Krieger aus ihrer Sichtweite ist. Viele Blätter werden von den Bäumen geweht, sodass sie die Spuren der Pferde und Menschen bedecken. Doch der Wind trägt nicht nur die Blätter der Bäume und die Vögel in der Luft, sondern auch Stimmen und Rufe. Sie werden leise vom Wind getragen. Es sind Klagelieder. Schloss Terra Finistra. Die Rufe im Wind, sie sind am Anfang kaum wahrnehmbar. Und doch sind sie da. Sie werden lauter und unheimlicher, je weiter man sich dem Schloss Terra Finistra nähert. Die Festung der vier Schatten, die das Böse dort vereinen, sich die unheimlichen Kräfte, die Seelen der Wesen zu foltern und an sich zu ketten, nutzen, um willenlose, grausame Kreaturen zu erschaffen. Tausende leblose Körper, unzählige vereint in einer Legion, stehen vor Tarox. Gefolterte Wesen der freien Welt, ihre Seelen wurden ihnen entrissen und verdammt, die Schlacht der Finsternis zu schlagen. Sie sind kalt und leblos, ihre dunklen Gesichter verborgen unter stachligen, gezackten Helmen und Rüstungen haben jegliches Gefühl verloren. Bereit zu kämpfen, zu töten oder gar selbst zu sterben. Tarox blickt über all die Kreaturen, die er sich geschaffen hat. Voll Genugtuung über den überwältigenden Anblick dieser Legion schreitet er an ihr vorüber. Plötzlich fällt ihm eine Kreatur unter den vielen auf. Sie ist nicht wie die anderen. Sie ist groß, kräftig und scheint überdies nicht dieselbe blinde und willenlose Gehorsamkeit zu besitzen, sondern eine seltsame Bösartigkeit zu haben wie Tarox selbst. Er nähert sich dieser Kreatur. Dabei fällt ihm auf, dass sie nicht so wie die anderen gerüstet ist, sondern einen recht langen Helm mit mehreren Stacheln trägt. Ihre körperliche Erscheinung ist fast riesig. Für Tarox besteht kein Zweifel, diese Kreatur soll sein Heerführer werden. Er tritt auf sie zu, ergreift mit seiner Hand ihre Kehle und hypnotisiert sie mit seinen leuchtenden Augen. Die Schatten werden die Welt bedecken, Tausende werden über sie kommen, so wie der Tag durch die Nacht in der Dunkelheit erlischt. Sie brauchen einen Anführer, der ihnen zeigt, dass es kein Entrinnen und keine Gnade gibt. Die bestehende Welt muss fallen. Dies ist der einzige Weg, das zu ändern. Die alten Sprachen werden verdorren und sterben. Zorn und Hass werden die neuen Sprachen sein. Sie werden die Welt vom Unglück des weißen Lichtes heilen und die Wesen von ihrer Krankheit befreien. Du bist ihr Heerführer, der Heerführer der Legion der Schatten, die das vollbringen werden. Führe sie in die neue Welt der Schatten. Du bist Damnatorus, Herrscher der Legion der Finsternis. Du wirst mein Heer führen, für mich. Versagst du, stirbst du einen qualvollen Tod in den Feuern des Lebens und deines Schicksals.
Du wirst dich danach sehnen, Erlösung von den Qualen zu erlangen, aber nicht von denen des Feuers, sondern von den Feuern des weißen Lichtes, die dich verbrennen werden, wenn du sie willst, die Erlösung. Wie dich gibt es Tausende unter ihnen, doch wenn du die Legion in den Sieg führst, mache ich dich zu einem höheren Wesen, wie ich es bin. Du führst und wirst Unsterblichkeit erlangen und sein. Durch keine natürliche Waffe der Welt wirst du dann zu töten sein. Es liegt bei dir, wie du dein Schicksal gestaltest und wie du dich entscheidest. Tarox richtet sich auf und überschaut seine Legion. Der kalte Wind weht durch sein Gewand. Mit seinem ausgestreckten Arm zeigt seine rechte Klaue über die mächtige Legion. Illumetas wird unter euren donnernden Schritten erbeben. Zertreten und zerstampfen werdet ihr das Land. Brennen soll es, in euren Händen zu Asche werden. Vernichtet alles, was sich euch in den Weg stellt. Lasst niemandem am Leben. Zu lange haben euch die Herren des Lichtes unterdrückt. Einen Moment lang verweilt Tarox und hält mit seiner Ansprache inne. Doch dann beginnt seine Stimme noch eindringlicher und bösartiger auf sie einzureden. Eure Stunde ist gekommen. Der Tag eures Sieges ist nah. Der König des weißen Lichtes mit seinen Truppen reitet uns entgegen nach Terra Finistra. Die Stunde der Vergeltung für all euren Schmerz und euer Leid ist gekommen. Es wird eine neue Welt entstehen. Die Ordnung der Dunkelheit wird die Welt bedecken. Langsam und unheimlich wendet sich Tarox von der Menge ab und Damnatorus zu. In einer beiläufigen Bemerkung haucht er Damnatorus einen weiteren Befehl zu, den die Legion nicht versteht. Wenn die Schattenreiter sich meinem Schloss nähern, schickst du sie sofort zu mir. Tarox wendet sich von Damnatorus ab, um ins Schloss Terra Finistra zu gelangen. Die tosenden Legionen von dumpfen Trommelschlägen begleitet marschiert auf den Befehl von Damnatorus hin ins Schloss. Plötzlich bricht einer der Krieger aus der Legion heraus und scheint Damnatorus den Rang streitig machen zu wollen. Der Krieger tobt vor der Menge, brüllt sie mit Hetzparolen an, um einige von ihnen auf seine Seite zu ziehen. Doch Damnatorus zögert nicht lange. Er zieht ein breites, mit Dämonen verziertes Schwert aus seiner Kleidung und schlägt dem Widersacher mit einem Hieb den Kopf ab. Vom schmutzigen, mit Fetzen behangenen Körper getrennt, rutscht er seitlich herunter. Der Krieger sackt in sich zusammen und fällt zu Boden. Verängstigt durch die Skrupellosigkeit des Damnatorus gegenüber seinem Gegner, gehorchen die anderen Kreaturen sofort auf seine Befehle. Ein endlos langer Strom zieht über die Brücke der Verdammnis ins Schloss. Die Kreaturen marschieren, Kampfrufe brüllend, über die Brücke. Damnatorus lässt die Krieger hinter den Toren des Schlosses Aufstellung nehmen, um beim Eintreffen von Lucius gewappnet zu sein. Hinter den Mauern des Schlosses allerdings beginnt Damnatorus ein Heer zusammenzustellen, das die Grausamkeit seiner selbst noch übertreffen soll. Getrieben durch die Angst vor Tarox härtet er seine Legion wie Stahl im Feuer und Wasser mit Schlachtparolen und Schlägen. Als er gerade wieder mit einer Kreatur beschäftigt ist, wird er von einem bereits ausgebildeten Krieger benachrichtigt, dass vier dunkle, gesichtslose Reiter gesichtet worden sind und in Kürze vor dem Schloss ankommen werden. Damnatorus lässt von der Kreatur ab und schreitet zu den beiden Toren. Die Tore werden von mehreren Kriegern geöffnet. Damnatorus bietet sich ein unheimliches und angsteinflößendes Bild.